Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables, die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Und hier wartet auch schon das nächste Wimmelbild auf uns, damit wir mit unserem Detective auch schön vorankommen. Fangen wir mal mit dem ganzen Blumengedöns an und allem, was mich hier schon so anlächelt. Ja, ultimatives Auge hier für die Sachen, die hier auch oben drauf liegen. Das ist ja auch nicht so schwer. So, noch die lila Blüten. Lila Blüten, genau. Da ist noch was. Und das noch. So, Unabhängigkeit. Vollende 5 Wimmelbild-Dinger ohne Tipps. Okay. Lilienjuwel bekommen. Da war ich sehr fix dabei mit dem Wimmelbild. Das ist schön. Ja. Jetzt ist das Maul wieder zugegangen und das war's für mich. Jetzt gehe ich wieder dahin. Der wandert ja ganz schön viel hin und her, der Detektiv, ne? Genau, sie möchte bestimmt so einen Stab haben. Als Königin hat man das hier mit deinen Geheimnissen, Schmuckkästchen. Ja, kriege ich eine Donnermaske. Okay. Da gehört auch was rein. Das da. Das ist schön. Oh, ist das ein schöner Bogen? Ein goldener Bogen. Wie cool. Ich habe einen Bogen bekommen. Ihr wisst ja, dass es meine Lieblingswaffe ist. Vielleicht wisst ihr es nicht. Jetzt wisst ihr es. Ja, gut. Dann gehen wir wieder raus. Bei dem Rotkäppchen habe ich nochmal nachgelesen gehabt. Sollte auch übrigens... bei Rotkäppchen sollte irgendwas im Dickicht sein. Ist damit das Rotkäppchen... Rotkäppchen gemeint, weil Dickicht ist ja hier nicht. Deswegen weiß ich nicht so ganz, welches Rotkäppchen gemeint ist. Da ist der Mond. Okay, dann habe ich den hier zumindest gefunden. Ich hoffe, das war damit gemeint. Aber es ist für mich kein Dickicht. Das war ein grüner Stuhl. Aber trotzdem vielen Dank. Dann weiß ich das jetzt. Ja. Feuerpendant. Tsunami-Marke, Donner-Marke, Einsiedlerkrebsfigur. Nee, kein Feuerpendant dabei. Dann müssen wir wohl nochmal wiederkommen. Direkt nebenan gibt es auch noch was zu tun. Da können wir sicherlich jetzt halt diese Göttinnenfigur hinstellen. Nee, den Flusskrebs, ne? Den Einsiedlerkrebs meine ich. Ja, bams. Voll der fette Krebs hier hingeklatscht. Gut. Kann man ja mal machen. Jetzt wandern wir wieder dahin. Blitz und Donner, Schlag, Flieg und Tsunami-Marke. Huhu. Und es ist ein Spielchen, es ist ein Spielchen. Bewege die Figuren auf einen Platz, das ihrem Symbol entspricht. Verschiebe sie dazu auf eine freie Stelle oder überspringe andere Figuren. Ja... Da müssen wir die ja so nach und nach jetzt rüberkriegen, ne? Der eine Krebs schon mal da raus. Müssen die überall rauskriegen. Kommt der eine Fisch, der kommt hier auch rüber. Ich hoffe, es sind jetzt nicht noch bestimmte Fische und Krebs, aber ich glaube nicht. Müssen den Krebs hier rauskriegen. Das ist wichtig. So, Fischi, Fischi, du kommst auch da unten rein. So, du kannst da eigentlich bleiben, mein Lieber. Muss dich hier nur mal rauskriegen. Sind die Fische jetzt an Ort und Stelle? Noch nicht ganz. So. Das war's. Naja, außer im Puzzlespiel löse 15 Baba in, keine Ahnung, was weiß ich, in wie viel Sekunden. So. Thank you again. Here, this will help us break that enchantment. Okay. Die Prinzessin war im Endeffekt sehr hilfsbereit. Ja, im Endeffekt. Nur im Endeffekt.
Das war aber schön, dass wir die mal gesehen haben, so zwischendurch. Stabkugel. Ja, damit kriegen wir bestimmt jetzt die Barriere aufgeschmettert. Machen wir das doch mal. Ich hoffe, ich weiß nicht, wo ich Monde übersehen habe, aber das ist dann jetzt einfach so. König irgendwie gerade nicht so klar. Father, we need his staff. I think it's in Daphne's room. Please, you must help him. Macht sie das denn nicht? Naja, hätten wir nichts zu tun. Neues Ziel, zerstöre die Maschine. Da ist das Feuerpendant. Da wissen wir direkt, wo es hingehört. Ohne den antiken Zauberstab kann ich das nicht schaffen, selbst wenn alle Teile intakt sind. Wie sieht's aus mit... Was war das jetzt? Weiser? Irgendwie schon wieder irgendwas, was wir einsammeln können. Wie merkwürdig, okay. Ja, wie sieht das mit dem Mond? Eigentlich wollte ich den Mond sammeln und nicht hier so ein anderes Dings. Bums. Ja. Okay. Wenn er hier sein sollte, dann... Pech? Oder nicht Pech? Gut, dann gehen wir erstmal hier in Daphnes Zimmer. Und da wartet auch schon wieder ein Wimmelbild auf uns. Das wäre ja sonst viel zu wenig zu tun für uns. Okay, wieder alleine eingefroren. Das da möchte ich haben. Und das da möchte ich haben. Jan. Ja, nee. Das Lenkrad hier. Das Steuerrad. Das Metallteil da. Dann das nur. Eine Glaskugel dann auch noch. Die ist da hinten. Und das da. Okay. Maschinenmarke habe ich zusammengesetzt. In unter 60 Sekunden. Das ist schön. Sehr gut. Erledigt. Da verschwindet es. Und jetzt können wir hier erstmal diese Marke reinsetzen, die wir bekommen haben. Cool, cool, cool. Da fehlt mir immer noch der Ring. Alles klar. Gut, dann gehen wir da mal rein. Kapitel 6. Moment mal, lass mich mal nachschauen. Wo sind wir jetzt hier überhaupt? Prinzessin Theresas Zimmer. Okay. Das sind doch alle die Rotkäppchens, oder? Sie ist sicher eine gute Schützin. Also kriegt sie auch einen Bogen in die Hand, aber sie hat noch keinen Pfeil. Kommt hier immer dasselbe? Ja, weil ich wollte eigentlich das hier unten immer anklicken. Da ist der Ring für den, für die Tür. Die sieht wie eine Mini-Bühne aus, doch die Schauspieler fehlen. Dann kommen die da jetzt alle ran. Ach, er kriegt jetzt seinen Umhang, ne? Pass mal auf. Was fehlt ihm noch? Nix. Dann darf er jetzt auch zu ihr. Komm. Spiel mit. Dem König und dann Feuerhammer. Nee, das... Königin, König, er hier und... Das muss die Prinzessin wohl zurückgelassen haben. Der Krieg gegen das Königreich Kokino dauert nun bereits zu viele Jahre. Ich glaube schon lange nicht mehr an den Frieden. Och, wie schade. Apropos, der Mond, den müssen wir hier noch finden. Was ist das hier oben? Was ist denn hier jetzt der Mond versteckt, Leute? Da ist der Mond. Ich habe ihn gefunden. Ich erkenne diese Uniform. Es gehört den Schwestern des Rotkäppchenordens. Ja, na klar. Die haben doch hier was am Laufen. Da war was für eine Parabel. Die sagen einem doch aber immer, wenn man fertig ist. Nee, eine königliche Torheit können wir sogar mal lesen. Aber das ist irgendwie so eines der letzten, ne? Habe ich jetzt irgendwie so viel übersehen? Oder kriegen wir die noch? Ich warte mal noch, bis ich das vorlese. Ich glaube, es war die liebe Angelique, die geschrieben hatte, dass man
am Ende eh nochmal nach dem Spiel die nochmal suchen kann oder so. Es wäre halt ziemlich cool, wenn das ginge, weil wenn ich nicht alle eingesammelt habe, ich trotzdem alle Parabeln lesen können. Ich glaube, wir können hier nichts mehr machen. Nee, können wir nicht. Dann bringen wir jetzt den Ring an den Löwen und sammeln die letzte Figur ein für dieses Puppenstück-Dings. Das Königreich von Prasino konnte mit Hilfe der Macht der gefangenen Meeresgöttin viele Feinde bezwingen. Die Mächte, die sie in unwesentlichem Dienst für Prasino hielten, wurden durch den antiken Zauberstab herbeigerufen. Der Zauber kann nur durch eine Kombination von 5 Elementen gebrochen werden. Dieser Zauberstab hat das Potenzial, eine zerstörerische Waffe zu werden. Okay. Ich will das nicht immer lesen. Ich will den Spiegel daneben haben. Kann ich hier nichts mehr machen? Nee. Keine Parabel? Nichts? Okay. Na gut. Dann gehen wir da wieder rüber. Hm. Ach, da kommt eine Meerjungfrau dann. Ach, wie schön. Oh oh. Only by mixing the blood of the sea goddess and the king shall the curse be lifted. Ja. Okay. Wir kommen ja eh nicht drum rum, hier wieder alles zu machen. Ist hier jetzt noch was? Oder es geht hier wahrscheinlich nur darum, dass man die Texte immer noch lesen kann, aber es sieht halt so aus, als wäre da noch was. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Nein, es gibt hier tatsächlich noch was denn. Habe ich einen Pfeil bekommen? Oh ja, den Pfeil. Den Pfeil kriegst du, meine Liebe. Und dann gibt's hier wieder was. Lieber Vater, ich bin dem Orden der Rotkäppchen-Schwestern beigetreten. Die Schwestern sind meine zweite Familie geworden und ich werde trainieren, um gemeinsam mit ihnen den Wald zu schützen. Ich habe ein neues Leben begonnen und ich hoffe, dass auch du dazu in der Lage sein wirst. Ich liebe dich aus tiefstem Herzen. Aha, diese Prinzessin trat dem Orden der Rotkäppchen-Schwestern bei. Die Verbindung habe ich noch nicht geknüpft. Ja, kommt vielleicht noch. Ja, weil der Detective oder die Detektivfrau, die waren ja schon bei den Rotkäppchenorden. Ja, eigentlich kennt die ja schon alle. Aber gut. Dann doch nicht so. Die Aalfigur, Gehören die nicht hierhin sogar? Ja, da gehört die Aalfigur hin und die Meerjungfrau. Und dann fehlt uns noch die Sirenenfigur. Die fehlt uns noch. Entschuldigung. Dann geht es jetzt... Ach, hier ist es schon wieder sie. Ach, die stehen ja immer noch. Quatsch. Die stehen hier noch. So, letzte Figur rausgenommen einfach. Ich weiß nicht. Wir waren ja hier eigentlich schon. Ist dann der Mond mitgenommen worden und alles oder nicht? Es ist halt so, wie es ist, ne? Ach ja. So, dann packen wir die letzte da mal rein. Erreiche das markierte Film mit einer begrenzten Anzahl von Zügen, sammle auf dem Weg dorthin die Leuchtsphären und du hältst die Züge. Ich glaube, das kämen wir langsam schon. Zack. Das war ja easy measy. Nur die Roten sind jetzt immer so die Gefahr. Wie ist das hier, wenn man da ins Loch kommt? Nix. Egal. So, jetzt komme ich da raus. Einfach mal so dahin. Das schafft man doch. Dritte Runde. Ganz gut gelaufen. Aber die Löcher verstehe ich jetzt hier noch nicht so ganz. Tun die mir was, oder? Ja. Eins, ja, bitte. Dann dahin, dann zu dem. Dann zu dem. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass ich jetzt hier lang gehe, aber ich mache einfach mal. Eins, zwei. Ja, jetzt habe ich wieder 4. 3, 1, 2, 3, das ist nicht gut. Ü. 1, 2, 3. Nee, das war nicht so schlau. Das war's. Das war nicht gut. Geh mal einfach da lang, wo ich eigentlich lang soll.
klappt aber auch nicht, weil mir dann die Züge fehlen. Ja, dann muss ich ja hier lang. Bin ich schon mal auf der richtigen Seite zumindest. Nee. 1, 2, 3, 4. Schafft man das nicht ganz? Bist du doch drinne. Einfach mal nicht so kompliziert machen hier. Mit rumlaufen. Aber ich verstehe auch nicht, wieso das Rätsel nicht schwerer gemacht wurde. Gut, ich weiß gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielen wir es. Auf normal, glaube ich, wieder, oder? Ich glaube schon. Aber dann hätte man es doch trotzdem so machen können, dass man die Sphären alle einsammeln muss. Das wäre, glaube ich, trotzdem machbar gewesen und noch halt ein bisschen schwieriger. Aber ist okay, dann kommt man schneller voran. Defekter antiker Zauberstab. Ein defekter antiker Zauberstab. Ja. Den Zauberstab, den sollen wir jetzt zurückbringen. Dann machen wir das doch mal. Der antike Zauberstab braucht eine Kugel. Bitte schön, da ist die Kugel. Und den kriegst jetzt du? Muss ich überdenken. Du? Wer soll's denn kriegen? Nö, ich bin schon richtig hier. Was sollte ich mit dem machen? Die Maschine? Mit dem Feuerhammer? Willst du den haben? Soll ich mit dem die Maschine schrotten? Ach so, hier soll ich das drauf machen. Okay. Stop the goddess's wrath. You should enter her temple. It's beyond that big gate on the right. You may be our last hope. Gib dem König die Blutfiole. Die Sequenzen werden immer schöner, finde ich. Genauso wie die Frauen in den Spielen. Ich muss die gefüllte Blutfiole finden, um den Zauber zu brechen. Okay. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Ist mit Pino. Ich muss die gefüllte Nüsse. Alle mitgekommen. Turm. Dann suchen wir einfach mal. Theoretisch könnte man doch hier nochmal die Munde finden. Die ich nie eingesammelt habe. Geil. Und hier ist eine grüne Fahne. Es ist ein perfekter Abdruck für ein Rosenemblem. Passt genau. Endlich, ich habe schon gedacht, dass ich nie herausfinde, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Doch, doch. Aber erstmal dürfen wir wimmeln. Geht los, Leute. Geht los. Wird gesammelt, was das Zeug hält. Okay, jetzt weiß ich wieder gerade nicht, was ich noch brauche. Den kleinen roten Stein zum Beispiel. Den kleinen Ring. Das Teil da. Und das Teil da. Und so eine Scheibe. Nee, da werde ich wieder eingefroren. Das ist nicht schön. Da ist noch, sieht aus wie so ein kleiner Kerzenständer. Ich suche diese Platte hier. Ist das das hier? Nee. Da ist sie, da unten. Hab alles. Wasserkelch. Der sieht sehr schön aus. Alles hier in diesem Wimmelbild sieht sehr schön aus, finde ich. Ich gehe nochmal zurück und mache mich mal auf die Suche hier nach dem Mond, weil ich glaube, ganz am Anfang, da haben wir noch nicht so danach gesucht. Wusste man ja noch gar nicht, dass man die Monde finden kann soll. Ist das ein Mond? Müsste es dann nicht hier auch einen geben? Dödeldö oder nicht so dödeldö? Oder ich habe ihn vielleicht sogar schon eingesammelt. Aber das wäre komisch. Dann gehen wir da erstmal dahin. Ja, dann gehen wir erstmal dahin, ja. Das sollten wir tun. Was für eine schicke kleine Oase inmitten des Chaos. Ja, wenn dieser Wind nicht wäre.
Was haben wir denn hier Schönes? Nach-Medaillon soll es nicht eher Nacht-Medaillon heißen. Wie ich schon oft gesagt habe, bei solchen Zaubereien gibt es immer einen Vorbehalt. Ritual der Bindung. Wenn der König einen Tropfen seines Blutes auf den antiken Zauberstab verteilt, dann wird die Meeresgöttin seinem Bann unterliegen und ihm dienen. Doch irgendwas verlief nicht wie geplant. Die Meeresgöttin war außer sich. Es wirkt immer so komisch, wenn das so salopp dahergeschrieben wird auf solchen antiken Tafeln. Irgendwie. Wo man ja so eher ein bisschen lyrischer vielleicht redet. Aber okay, vielleicht bin ich doch zu anspruchsvoll. Doch Warnungen dieser Art werden zumeist immer ignoriert. Ja, ja, ja. Was können wir denn hier mal machen? Vielleicht das Einhämmern? Nee. Können wir was anderes hier machen? Weiß ich noch nicht. Diese Kreatur habe ich noch nie vorgesehen. Sieht recht imposant aus. Sieht aus wie so ein Löwentyp. Diese Form an die eines Löwenkopfes. Ganz viele Blumen. Da kommt bestimmt noch ein Rätsel auf uns zu. Habe ich den Mond hier eigentlich schon eingesammelt? Nö, ne? Der müsste hier ja auch noch irgendwo versteckt sein. Und der ist bestimmt... Da ist er. Da ist er. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Schwierig, aber wir sehen. Da soll es hingehen. Was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Such den Mond. Und weiß wieder nicht, ob wir den hier schon hatten. Hier oben sind auch so. Es erscheint, als ob die Göttin einen Zauber aufgehoben hat und die Blase Schlosses nicht mehr beschützt. Die unteren Etagen sind komplett überflutet. Oh je. Dann sind wir ja auch in Gefahr. Da gehört bestimmt der Kelch hin. Wie es scheint. Buch des Unheils, Buch des Hasses. Holzhammer. Gut, wir wimmeln einfach mal. Das funkelt uns hier ja schon so an. Ja, okay. Ich habe wieder wild geklickt. Ich gebe es zu. Man darf doch wohl noch raten. Siehst du, ich krieg auch eine Auszeichnung. Alles gut. Gar nicht so schlimm. Ja, nun, grüner Stein. Da ist er. So eine kleine Perle. Ich finde das Wimmelbild hier schwierig. Gerade weil alles irgendwie so verteilt ist. Und man nicht so mit dem Auge schnell alles auf einmal irgendwie erhaschen kann, sondern wirklich so ein bisschen durch die Gegend gucken muss. Die finde ich immer viel, viel schwieriger, wenn die so leer sind, weil man sich dann an die einzelnen Teile so gewöhnt, wenn man auf das Bild eine Weile guckt, dass man das nicht mehr als Suchobjekt irgendwie wahrnimmt. Wisst ihr, was ich meine? Da werde ich schon wieder eingefroren. Ist doch da dran. So, jetzt suche ich noch so ein Seepferdchen-Ding. So ein kleines Schnupsi-Ding. Ist es denn? Ich hole mir mal einen Tipp. Da, oh, das war aber super mega klein, das kleine Seepferdchen. Also nicht nur klein. Mini, mini. Da ist auch das andere. Wenn die so klein gemacht sind, das ist schwierig. Dann kann ich lange suchen. Ich suche auch noch einen goldenen Flügel. Ist der dahinter? Ja, der ist dahinter, wo es schön immer hin und her schwankt. Ganz fies gemacht. Ein rundes Schnörkelding, da war es. Das ist super klein. Und jetzt das letzte Teil noch, das holen wir uns mal mit einem Tipp. Komm, haben wir uns hier verdient. Und haben uns den Wasserhammer gebaut. Ja, das ist schön. Nee, willst du das hier nicht mitnehmen? Ich will so ein Parabel fertig kriegen, ne? Mehr Parabeln. Zeugs. Ach, hatten wir hier den Mond. Hatten wir überall die Monde. Wir haben nur so wenig irgendwie, finde ich. Dafür, dass wir schon mehr haben müssten. Deswegen frage ich immer so.
Aber irgendwann hatte ich doch... Also es hat ja auch nicht so lange gedauert, bis ich angefangen habe, sie zu sammeln. Deswegen glaube ich eigentlich schon, dass wir die hier jetzt schon hatten. Vielleicht stoße ich ja noch zufällig immer drauf. Aber wenn man nicht so bewusst danach sucht, dann springen die einem jetzt auch nicht gerade ins Gesicht. Die sind ja doch schon gut getarnt. Deswegen suche ich immer vorsichtshalber nochmal mit dem Auge kurz ab. Ja, was haben wir denn hier? Also, hier kommt etwas Besonderes, und ich erkenne es, wenn ich es sehe. Das hier. Das ist das Besondere, was dahin gehört. Dieser Durchgang ist wirklich gut versteckt. Ich frage mich, wohin er wohl führt. Das werden wir jetzt herausbekommen. Mein Lieber, Liebe, Lieber. Mond, ganz deutlich. Meister der Gezeiten. 29 von 40, da muss noch was kommen, Leute. So, was haben wir hier Schönes? Dies muss der Ort sein, wo die Fiole aufgefüllt werden muss. Okay. Muss den richtigen Platz für jeden der Elementarhämmer finden. Holzhammer, das gehört nicht dahin. Nee, bei Baumen, okay. Wasserhammer, ich dachte jetzt hier wegen den Blättern. Feuer haben wir natürlich zu Feuer. Okay, mehr haben wir noch nicht. Schade. Dann gehen wir erstmal wieder, bis wir die anderen Hämmer gefunden haben. Wie sieht die denn aus? Was für ein wunderschönes Wandbild. Die Meeresgöttin ist hier wirklich liebevoll dargestellt. Ja, so mit blutenden Augen und total schön. Ich glaube, hier sollte ein mondförmiges Medaillon hin. Bitteschön. Dann gehört da bestimmt die Sonne hin. Gleich alles mitgenommen. Löwenkopf und Buch der Wut. Okay. Dann gehen wir zu den Büchern. Waren wir hier schon? Wenn wir hier schon waren, Mond und so. Keine Ahnung. Da. Einige der Bücher fehlen. Aber die stellen wir da jetzt mal alle rein. Und bekommen den nächsten Hammer. Das ist ja der Hammer. Entweder spielen meine Augen verrückt oder ich befinde mich tatsächlich unter Wasser. Wir sind unter Wasser, aber es wird langsam auch alles überflutet. Da müssen wir schon ein bisschen, ne? Na gut. Dann ist hier nichts mehr. Dann gehen wir dahin. Achso, wegen dem Hammer wieder erstmal hinpacken. Metallhammer. Der gehört in die Mitte. Dann fehlt uns nur noch dieser Bäume-Blätterhammer. Oh, da war noch eine, was auch immer, Meerjungfrau, die ich nicht eingesammelt hatte. Das ist schön, dass ich die gefunden habe. So, dann gehört ja hier bestimmt der Löwe hin und lass mich raten mit den Blumen. Lässt sich was machen? Welche leuchtet am Anfang? Die stehen bleiben. Ach, alle? Einfach nur alle andippen? Das war lustig jetzt. Was ist es? Erdhammer, ach, so nennt er sich. Nicht Blätterhammer. Erdhammer. Na gut. Da ist der Strand. Das ist unser Hauptziel. Zerstörter Weg. Zerstörter Weg, aber wenn man hier jetzt nochmal sucht, ne? Mondmäßig meine ich dann. Und auch noch so Meerjungfrauen und sowas, dann, weil sonst kommen wir doch auch nicht mehr hier wieder, oder? Kommt man hier nochmal wieder? Weiß ich doch auch nicht. Weiß ich nicht. Deswegen guckt lieber jetzt nochmal. Sicher ist sicher. Sowas ist wichtig in einem Wimmelwildspiel. Das muss man dann auch richtig machen und ordentlich machen, sonst ist das nicht ordentlich gemacht, gespielt. Ne? Ja, ich suche es so, aber ich weiß auch nicht. Nö. Jetzt habe ich doch keine Lust mehr, um es ordentlich zu spielen. Ich glaube, ich habe jetzt einfach alles schon gefunden. Ich sag das jetzt einfach. Kommt hier der Erdhammer rein? Also ich habe alle Hammer reingetan. Nur den Fiole. Sphäre. Da kann das jetzt rein. Wow. Voll cool und so. Meeresseelensphäre. Bam.
Und? Passiert noch was? Ach so. Oh nein, ich muss mir hier die Reihenfolge oder was merken. Wasser, Blätter, Wind. Wasser, Blätter, Wind. Wasser, Blätter, Wind habe ich mir gemerkt. Wasser. Blätter. Wind. Und dann kommt jetzt ein Feuer. Nein, kommt der Baum. Kommt der Baum und am Ende das Feuer. Okay. Wasser nochmal. Ist schon. Dann Baum. Ach, man muss gar nicht alles nochmal machen. Das ist aber geil gemacht mit den Elementen. Gefällt mir sehr gut. Ja, okay. Ich muss es nicht nochmal vorlesen, wie das Rätsel geht. Ihr wisst es. Es geht jetzt hier wieder nach Formen. Bim, 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 bim. Wuhu, zweite Runde kommt jetzt. Das wird wieder schwierig. Ich darf mir wieder eigentlich nicht so viele Fails erlauben. Oh, jetzt muss ich doch nochmal pink machen. Das war nicht so geschickt. Ah, ob ich das so schaffe? Nee, einer zu viel. Habe ich mir aber fast gedacht wegen dem gelben. Das wird nichts. Gelb am Anfang. Lina. Pink, das geht ja noch. Nämlich orange. Nehme ich mal lila. Ich muss aber gelb nehmen. Es wird auch sonst nichts. Okay. Das war wieder nichts. Ich habe am Anfang irgendwie mache ich da was falsch. Irgendwas nicht so gut. Na, das hat doch geklappt. Dritte Runde. Nee, irgendwie nicht so, ne? Nicht so, nicht so. Schade, schade. Oh Mann, ich krieg's nicht gebacken hier gerade. Das ist irgendwie blöd. Ich will das schaffen. Einer zu viel. Es ist einfach einer zu viel. Kommen recht weit, aber nicht weit genug. Das ist echt ärgerlich. Und jedes Mal anders. Von daher bringt es auch nicht, sich irgendwas zu merken oder so. Ich glaube, das ist wieder einer zu viel. Ja, ja, es passt nicht. Es geht so einfach nicht. Ich habe weniger Schritte als vorher. Womit fange ich an? Dann fange ich mit Pink an. Mache ich das eben so.
Nee. Da fehlen drei Stück. Das sind drei verschiedene Farben. Das kann gar nicht klappen. Das muss man besser hinkriegen. Was kommt denn hier als nächstes? Gelb. So, blau. Lila ist viel... Pink vielleicht? Oder blöde Idee? Nee, ich mach mal orange. Und dann mache ich blau. Und dann mache ich gelb. Und jetzt mache ich pink. Und jetzt mache ich orange. Lila mache ich jetzt besser nicht. Jetzt mache ich blau nochmal. Jetzt mache ich lila. Gelb und pink. Oh Gott sei Dank. Jawohl. Okay. Was haben wir Schönes bekommen? Oha. Was hat nun dieses Beben verursacht? Das erfahren wir im nächsten Part von Dark Parables, die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ja, mit mir weiter rätselt. Bis dann.